Ist Flaffo, wir wollen anfangen. Wo ist er nur? Aha. Hätte ich's mir ja denken können. Naja, dann müssen wir eben ohne ihn anfangen. Viel Spaß! Nein, 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 halt, 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 ich bin da, ich bin da, ich bin da und wir können auch schon loslegen. Hallo, herzlich willkommen hier bei, Kip Supernova. Mein Name ist Flaffo. Ich habe nur ein bisschen mich ausgeruht und wir gehen auch gleich rein in Among Us Teil 2. Und ja, gestern lief es ja richtig gut und heute sehen wir, Kip ist der Verräter, der Imposter und seinen Gesundheitscheckup hat er schon hinter sich und jetzt gucken wir, wie er sich so schlägt. Als Imposter, als Verräter, als Killer. Ja. Also, dieses Spiel, dieses Video ist nichts für schwache Nerven und nichts für Glühwein-Nachsüßer. Ja. So, wie wir sehen, wir haben einige Zusatzskills, die den anderen verborgen bleiben, wenn wir Imposter sind. Und da wollen wir sehen, wie sich Kip so schlägt. Ja. Nämlich, er hat irgendetwas von Rache gesagt, ja, und Vergeltung. Und jetzt hat er die Möglichkeit dazu. Na? Zack. Der erste ist weggekillt, ja. Armer Flint, aber so ist das Spiel, du mal. Jetzt räumt, jetzt wird hier aufgeräumt, ja. Das Schwierige ist, wenn man Imposter ist, ist das, dass man einfach, ja, dass man die anderen täuschen muss und weil man hat keine Aufgaben zu erledigen. Das heißt, es fällt halt dann schon auf, wenn man die ganze Zeit nur hin und her läuft. Und in diesem Spielmodus, wo nur, wie viele Mitspieler? 6 Mitspieler und der zweite hat es erwischt, dabei sind, ist nur ein Imposter möglich. Ne? Wenn es 2 Imposter sind, 2 Verräter sind, dann wird die ganze Sache ein bisschen spaßiger. Ja? Dann ist immer noch die Möglichkeit da, dass die Imposter gewinnen. So, jetzt sind schon 2 tot und noch keiner hat es gemerkt. So, es war gerade der Nächste. Ja, er ist der Nächste. Zack. Und schon sind 3 tot, wenn ich es richtig gezählt habe. Sind 3. Sind 3 an der Zahl tot. Ja? Und das ist ganz, ganz ordentlich. So. Ronin lässt er noch in Ruhe. So, jetzt täuscht er an, dass er Benzin umfüllt. Gluck, 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 gluck. Blum. Tja. Ah, schlau, schlau. Er reportet selbst, aber haben die anderen überhaupt nicht gemerkt, was wir machen? Es sind nur noch Benzin und Ronin übrig. Ja, was machen die die ganze Zeit? Machen die ganze Zeit? Haben die das nicht gemerkt? Dass da jemand tot ist. Oh. Hü. Hau. Oh. Und tschüss, Vincio. Ja, das war wohl nix. Er war nicht ein Verräter, aber Victory, Victory, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Jawohl. Und in die nächste Runde. Oh, und schon wieder Imposter, schon wieder der Verräter. Wie wir das sich jetzt schlagen. Die erste Runde als Imposter, die ist ja ziemlich gut gelaufen. Wenn Kip, es ist die Frage jetzt natürlich, was wäre passiert, wenn Kip nicht selbst reportet hätte. So. Man kann natürlich auch Sabotage betreiben. Und das tut Kip jetzt. Jawohl, schön Sabotage betreiben. Das Licht ist aus, denn im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Irgendwie ist mein Gesicht heute so komisch. Das geht ja den Kill nicht, weil es ist klar, wenn jemand anders Zeuge von dem Kill wird, dann ist man gleich rausgevotet und dann war es das. Wenn ich normal sitze, dann ist irgendwie
Ah nein, alles gut. So, jetzt wird erstmal der Medi-Scan angetäuscht. Wobei ich bin der Meinung, das ist vielleicht das ist vielleicht eine Anmerkung oder eine Anregung an die Spielemacher, dass es bestimmte Dinge gibt, die der auch der Imposter vielleicht trotzdem machen könnte. Zum Beispiel den Medi-Scan, dass der einfach immer funktioniert, wenn man sich da drauf stellt. So, wird Ronin das Zeitliche segnen, ja oder nein? Das ist schon ziemlich riskant, weil man sieht ja, besser nicht. Zack. Und ja, wenn sie hört, tschüss. Tschüss, Stikowski. Und jetzt werden wir uns schön schwupp mal wohin anders hin verziehen durch die Geheimgänge. Oh, da aufzutauchen wäre nicht so klug. Jetzt kann man. So, jetzt wird. Nein, jetzt wird erstmal diskutiert. Leider konnte dieses Gespräch nicht mit aufgezeichnet werden und war auch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen langweilig. Von dem her, wenn man dann nur immer den Text sieht, von dem her habe ich das jetzt übersprungen, haben wir das rausgeschnitten. Aber es wurde niemand rausgewählt, weil ja, alle haben geskippt, alle haben irgendwie keine Ahnung, wer könnte der Verräter sein. So. Übrigens ein sehr modernes Raumschiff. Mit jede Menge Arbeitsbereichen und auch einer großen Cafeteria, aber wie gesagt, keine Mannschaftsunterkünfte. Ja, komm, kipp, den kannst du wegkippen. So, das war's. Tschüss. Da waren es noch zwei. Oder drei. Davon kann man wieder nicht richtig rechnen. Ne? Naja, ich habe auch schließlich in Mathe studiert. So wie Kipp. Ne? Nein, nein, er hat's auch, nein, es ist nicht Mathe, was Kip studiert. Es ist Quantenkybernetik und Computerwissenschaften. Das studiert Kip an der Universität. Und jetzt macht er gerade sein Praktikum hier bei Among Us. So, jetzt wird noch ein bisschen Benzin angetäuscht. Benzin, Benzin, Benzin. Benzina, Benzina. Und wir gehen weiter durch. Oh, das Licht ist aus, das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Irgendwie, wo sind denn alle? Die sind wahrscheinlich alle auf Toilette gegangen. Ach, Toiletten gibt es hier. Ich habe jedenfalls noch keine Toiletten gesehen. Eine Dusche soll es irgendwo geben. So, Flint, doch komm, Flint. Schön vor die Flinte. Und zack. Ja, das läuft hier ja wie am Schnürchen. Ja. Oh, Ronin wurde entdeckt. Uiuiui, was? Drei schon tot und keiner hat was gemerkt? Oh, das kann nur Vako gewesen sein. Hä? Und? Tschüss. Aber auch er war nicht der Verräter. Und das heißt, we are the champions. Und gewonnen. Jawohl, klar gescorcht. Ja, das war ein, ja, das war doch, das ist doch recht, das hat jetzt recht gut geklappt. Ja, also, wenn ihr mehr sehen wollt, Moment, jetzt blende ich euch mal die, irgendwie bin ich zu doof, die, ja, jetzt, so, blende ich euch hier mal die Adresse ein. Geht einfach auf kipsupernova.de. Da gibt es nicht nur Infos zu Spielen, wo Kip spielt und die ich natürlich spiele, sondern auch zu Fanfictions, Geschichten, Kunstwerke aus dem Computer, für den Computer, mit dem Computer und so weiter und so fort. Kip ist sehr, sehr vielseitig. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ich gehe jetzt wieder eine Runde schlafen. Bis dann und gute Nacht und tschüss.